Ja, Leute, willkommen zurück zu 13. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ja, mit der Minigun haben wir leider zu wenig Muni, deswegen muss ich hier leider mit der Pumpgun durch. So, wo genau müssen wir jetzt eigentlich hin? Bin ich jetzt im letzten Part eh nicht falsch gelaufen? Okay, was sie da genau gemacht haben, check ich auch nicht ganz ab, aber egal. Ich soll auf die andere Seite. Die Frage ist nur, wie komme ich auf die andere Seite? Weil da sterbe ich ja, wenn ich ins Wasser falle, ne? Oder? Nein, da sterbe ich nicht, alles klar. Ach, das zieht mir mit der Zeit Energie ab. Alles klar. Ja, ich muss ehrlich sagen, das wusste ich gar nicht mehr. Aber zerbrechen tut sie Gott sei Dank nicht, ne? So. Was? Wow. Okay. Ja, das hat mich jetzt ziemlich viel Energie gekostet, das Ding. Wow. Wow. Jawohl. Und jetzt mal schnell ein großes Medipack. Das ist hier das letzte. Shit. Okay. Ja, aber so geht's am schneller, ne? Schauen wir mal, wo ein paar von diesen Freaks sind. Jawohl. Einfach mal mit der Pumpgun von hinten abgeknallt. Cool. Und sogar, ja, großes Medipack. Okay, jemand hat den Kompass verloren. Das ist natürlich nicht gut, ne? Ja, das schaffe ich auch irgendwie. Ja, mit Sicherheit. Ich bin nicht umsonst 13 Carringtons bester Krieger. Ja, nehmen wir noch mal eine. Genau. So, wo bist du? Ja, der versteckt sich wieder so beschissen. Ja, wo bist du denn? Jawohl. Das war's mit... Was? Da ist noch einer? Wo? Wo? Ja, ich sehe niemanden mehr. Ah. Jawohl, das war er. Genau. Gut. Ja, es sieht schwerer aus, als es ist. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Nee, da ist... Achso, wir wissen eh. Hat mich das jetzt auch Energie gekostet? Jawohl. Ja, mit der Pumpgun aus der Ferne zu schießen ist nicht sehr ratsam. Aber anders haben wir ja nicht, oder? Moment. Ja, da haben wir nur 4 Schuss. Und hier? Ja, 3 Schuss, das kann man vergessen. Ja, das Level ist ein bisschen zäh, weil man halt nicht die besten Waffen hat. Obwohl die Pumpgun hier eh ganz gut ist. So. Jawohl. Also Mission gleichbleibend, nehme ich mal an.
Okay. Ja, aber da kann man jetzt sicher auch ein paar Spießgesellen. Es wäre nicht 13, wenn hier nicht ein paar Gegner kommen würden, ne? Ach so, muss ich da jetzt rein oder was? Mein Gott, du lebst! Kim, das Mädchen auf dem Foto. Der Chirurg hat fantastische Arbeit geleistet. Zu sich. Erhöhen Sie die Sufentamilmenge. Soll ich mit der Tätowierung anfangen? Legen Sie los. Wie fühlst du dich, mein Junge? Dies ist die Witwe von Steve Rowland, dessen Identität du angenommen hast. Steve war Nummer 13. Ich war 17. Die Köpfe der Verschwörung haben meinen Mann von Mongoose ermorden lassen. Aber Steve ist es gelungen, sich herzuschleppen, bevor er starb. Eines Tages werde ich die Gesichter kennen, die ihn verraten haben. Ich will sie alle haben. Alle. Hörst du? Von Nummer 1 bis 20. Und ich will wissen, welcher Mistkerl den Mord an meinem Freund Sheridan in Auftrag gegeben hat. Und warum? Wenn Steves Geist zu spuken beginnt, werden sie Fehler begehen. Möglicherweise merken sie aber auch, dass du sie betrogen hast, Kim. Okay, eine längere Rückblende, alles klar. Ich habe immer eine Waffe in Reichweite, für alle Fälle. Hey, kannst du mich verstehen? Hör zu, ich habe drei Mitverschwörer identifiziert. Sie treffen sich im Spence-Lager zu einer geheimen Sitzung. Du musst unbedingt dorthin. Mein Teil der Mission ist damit beendet. Was zum... Gib mir Deckung! Hab das Versteck gefunden. Hierüber. Ja, ich nehme zuerst einmal das ganze Zeug hier, würde ich sagen. Ja. Okay, da habe ich weiterhin nur. Da habe ich auch nichts. Verdammt. So, wo ist da so ein Raketenwerfer, Fuzzi, schon wieder? Wow, scheiße. Ja, das geht hier voll ab, Leute. Wow. Das heißt... Ja, ich muss ja wieder zwei Erste-Hilfe-Pack nehmen. Was? Was? Woher treffen die mich überall? Alter! So viel Heilung habe ich dann auch wieder nicht. Wollt ihr mich verarschen? Jawohl. Ja, war jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Manöver, was ich hatte, aber... Jawohl, der Kalaschnikow. Was? Ja, das habe ich jetzt übersehen. Da, ich sterbe gleich wieder. Alter. Ja, der Wichser da oben regt mich auf. Was? Wow. Okay, die Knarre ist ziemlich laut. Ja, habe ich gerade so festgestellt. Jawohl. Da hinten ist auch noch einer, genau. Was? Wieso? Alter! Ich habe ihn eigentlich volle Kanne getroffen. Ja, jetzt könnt ihr mich kreuzweise. Ja, ich weiß nicht, wie ich diese Flachbirne
diese Arschgeigen erwischen soll, ganz ehrlich. Ach, er hat sich hier vorbewegt. Jawohl. Okay, ist nur noch den einen. Ach so, da oben ist auch noch einer drinnen. Ja, ja, ist klar. Ja, Leute, da musste ich leider flüchten. Tut mir leid. Alter Schwede. Ach so, da kann ich gar nicht raus. Jawohl. Jawohl, der ist auch mal down. Hoffe ich zumindest. Ja, wohin denn bitte? Jones, wohin? Ich verbrauche hier noch meine ganzen Medipacks. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Muss ich irgendwie zurück oder so? Ach, da oben ist noch einer. Okay, das war hoffentlich der letzte. Ah. Wow, 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 wow. Okay, das sind noch mehrere von diesen Fuzzis. Ja, genau. Jetzt habe ich die beste Heilung. Ihr Arschgeigen. Nein, die machen mich nicht fertig. Jawohl. Wo ist denn der nächste? Jawohl, der ist mal down. Jawohl. Nein, ihr habt gar nichts. Jawohl. Nicht schon wieder. Ich bin ja gar nicht im Haus. Idiot. So ein Idiot, Alter. Achso, jetzt kann ich hinten raus, oder? Gehe ich mal davon aus, ja. Jawohl. Aus mit dir, du. Ich höre ja schon wieder die ganze Ballerei. So, jetzt habe ich dich, Bastard. Mhm. Ja, die Kalaschnikow wird uns auch noch lange, ziemlich lange begleiten. So, aber gleich müssen wir es geschafft haben. What the fuck? Was? Hier ist er. Tötet ihn nicht. Ich möchte ihm vorher noch ein paar Fragen stellen. Wenn sich die Nachrichten bemächtigt, Dr. Trost, dann ist der Schmerz meine Botschaft aus. Pfleger in Block C erwartet. Zurück in meine Einheit. Was zum Teufel, wo bin ich denn hier gelandet? Alter Schwede, wo bin ich denn hier gelandet?
Wer ist denn das jetzt? Also, mein Freund, man sagte mir, Sie leiden unter Amnesie? Zu Befehl, Colonel! Halt den Mund! Seien Sie beruhigt. Plain Rock ist mit einer ausgezeichneten Neurologiestation gesegnet. Und? Hat er gesprochen? Geduld. Er ist gerade erst zu sich gekommen. Nummer 1 möchte die Namen seiner Komplizen. Dieser Betrüger Nummer 17 ist vielleicht nicht der Einzige, der die Gruppe unterwandert hat. Untersucht auch seinen Brustkorb und sagt mir, ob ihr Spuren der 3 Kugeln findet, die ich ihm verpasst habe. Ich bekomme langsam Zweifel, was die Identität dieses Mannes betrifft. Ich kümmere mich sofort darum. Spritzt ihn ab und bringt ihn zu mir. Öffnen raus. Okay. Wir bekommen jetzt Schläge, alles klar. Scheiße. An die Stelle kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Oder halt wenig. Ach so, jetzt müssen wir quasi duschen gehen, ne? Ja, danke. Habe ich genug Platz, um mich zu waschen? Okay. Ja, ich glaube, ich weiß es schon wieder. Lebst du noch, Kumpel? Okay, jetzt können wir trotzdem zuschlagen. Warum auch immer. Warum kann ich die trotzdem schlagen? Okay, das checke ich jetzt gerade nicht ab, aber... Ja, dann flüchten wir einfach mal, würde ich sagen. Fliehen Sie aus dem Hochsicherheitstrakt, alles klar. So... Ja, super, wieso komme ich da nicht rauf? Ah, jetzt, alles klar. Ja, ich kann mich schon wieder so einigermaßen erinnern. Das ist ein cooler Abschnitt, ganz ehrlich. Wir fliehen aus einer Duschanlage, also aus dem Badezimmer. Nein! Jetzt bin ich wieder runter. Naja, scheiße. Okay, ja, aber jetzt wissen wir wenigstens, wo es lang geht. Ja, die Steuerung ist hier etwas gewöhnungsbedürftig. Kann man sagen, was man will. Jawohl. Ja, das will ich schon noch machen. Nein! Ja. Ich weiß schon, warum ich solche Spiele lieber per PC spiele eigentlich. Komm schon. Jawohl. Jawohl. Also nicht zu weit gehen, genau. Achso, hier können wir nicht durch.
Alles klar. Okay. Achso, wenn wir knien, dann geht es ein bisschen leichter. Mhm. Sauber. Kann ich da jetzt rüberspringen oder so? Ja! Cool. Ja, das ist voll cool, Leute, ganz ehrlich. Stealth Action nennt man das dann wohl. Mhm. Und dann wahrscheinlich hier hin, ne? Ja, genau. Jetzt dürfen wir bald mal den Checkpoint haben. Weil, Leute, ich muss trotzdem den Part an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar und ein Like oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu 13. Bis dahin, macht's gut, Leute.